GMT model tour, touring around Africa, go driving up and down dunes, chasing some waves. Danke. Hi Carlo. Guten Abend. 60.000 Kilometer, 542 Tage, 25 Länder, ein Traum, ein Mann. Ein Mann, genau. Das sind ja so die Hard Facts. Die Punchlines, ja. Gibt's auch eine Art von Punchline oder eine kurze emotionale Zusammenfassung? Wow. Dafür sind die Punchlines da. Eine kurze Zusammenfassung. Dieses Bad, also ich stelle mir eine Reise einfach auch als eine Reise von Emotionen vor. Ja, du weißt vorher nicht, auf jeden Fall. Also eine extreme Achterbahn. Und ich habe, glaube ich, mal gesagt, dass ich mich auf dieser Reise verloren und auch wiedergefunden habe. Also wirklich viel, viel erlebt habe, abgedriftet bin in Welten, teilweise am Rande des Wahnsinns wirklich war. Es gibt so ein schönes Foto von mir mit Vollbart, wo man sieht, wie meine Augen so ein bisschen den Wahnsinn immer widerspiegeln auch. Und dann immer wieder Offenbarung, also vielleicht eine Achterbahn, emotionale Achterbahn mit den schönsten und auch vielleicht schlimmsten Momenten meines Lebens. Lass uns doch ein paar Bilder angucken. Ja, jetzt schon, gerne. Ja, ich denke so als Einstieg. Du hast mir gesagt, ich darf mir ein paar aussuchen. Ja. Und hab mir, ich glaube, 8 ausgesucht. Okay. Und bin einfach gespannt, was sich da für Geschichten, Momente dahinter verbergen. Ja, also dieses Bild ist entstanden in der Westsahara. Ich habe das Bild Angry Desert genannt. Und ja, wir sind in der Wüste. Ich habe diesmal ein paar Begleiter dabei. Und mitten im Nirgendwo zieht ein wirklich dichter Sturm auf. Und der Sturm war so stark, dass unsere technischen Geräte teilweise, also ich hatte damals kein Smartphone gehabt, aber ein paar meiner Mitreisenden hatten zu dem Zeitpunkt es gehabt, dass wirklich die Bildschirme am Flickern waren. Und das hing direkt über uns. Wir wussten nicht, wird es zum Tornado oder nicht. Und das Ganze mitten im Nirgendwo. Und ja, sehr, sehr beeindruckend. Also wirklich, also die Natur zum Fühlen gleich da. Und das Bild habe ich Angry Desert genannt. Ich habe eine Ausstellung auch, als ich in der Zeit immer wieder ausgestellt habe, und das ist so das erste Bild auch. Und ja, mit der fängt die Ausstellung an. Und das habe ich deswegen gewählt, weil es eben dieses bedrohliche, dunkle eigentlich ist. Das Gefährliche, was viele Afrika auch von der Distanz her halten. Und dann wird die Ausstellung im Laufe quasi der Bilder, die ineinander folgen, immer klarer, immer bunter und am Ende blau und ganz klar. Und das ist quasi der Opener auch meiner Ausstellung quasi. Das hast du ganz gut gewählt. Ach, schön. Vielleicht geht es jetzt auch so weiter. Was sehe ich hier? Bist du im Hamza Diaz-mäßig im Helikopter oder wo steckst du? Oder ist das das Flugzeug, was wir gesehen haben? Nee, viel besser, viel besser. Das ist ein Leichtflugzeug. Also wir sind in Mali. Das ist direkt an der Grenze zum Niger. Also wir sind jetzt momentan auf der südlichen Seite des Nigers. Die Seite Malis, die zurzeit immer noch relativ stabil ist. Also ein paar Kilometer weiter ist diese absolute No-Go-Area, wo immer wieder Übergriffe passieren. Momentan ja auch in Mali die größte Anzahl an deutschen Soldaten im Ausland ist in Mali. Ich glaube 800 Mann in den MINUSMA-Kräften, dann haben auch die Franzosen, die Malinesen.
Und ich durfte zum ersten Mal über dem Niger auf einmal so ein Leichtflugzeug steuern, zum Norden hin quasi dort aufs Rebellengebiet ein bisschen und zum Süden hin der friedliche Bereich quasi. Und ich durfte zum ersten Mal so ein scheiß Flugzeug fliegen. Und, ist ein Leichtflugzeug leicht zu fliegen? Nee, nicht so wirklich. Also es war so ein bisschen wobbly. Ich glaube, er hat die ganze Zeit mit den Füßen nachgeholfen und korrigiert. Aber ja, ich hatte viel Glück, dass ich das fliegen durfte und es sind ein paar schöne Aufnahmen entstanden. Und ja, man sieht halt eben so ein kleines Dorf in der Sahel. Recht autark. Wir sehen, dass da nicht wirklich eine Straße hinführt, mehr so kleine Eselswege. Und ja, sehr spektakulär, das Ganze aus der Luft zu sehen. Hm. Und das hast du, glaube ich, in Enlightenment genannt. Nur wegen dem Licht oder auch wegen dieser vielleicht Lernsituation, oder? Genau. Also das habe ich einmal wegen dem Licht und dann natürlich auch die Bildung. Und das, was wir hier sehen auf dem Bild, ist ein Junge, der unter den wirklich widrigsten Umständen, die es gibt, auf dieser Erde zur Schule geht. Es ist eine ganz kleine Schule in Senegal, im ländlichen Senegal. Es gibt keinen Strom, es gibt kein Wasser, es gibt keine Fenster, keine Decke, keine Wände, kein Boden. Einfach nichts eigentlich, was uns an eine Schule erinnert in dem Sinne. Es ist einfach nur eine Strohhütte. Ich habe ein ganz süßes Bild. Man denkt eigentlich, das ist so ein Eselschuppen eigentlich oder so, wenn man das von außen sieht. So ein ganz, ganz winzige, es war nur Stroh. Stroh aneinandergereiht und dann gehen die Schüler da zum Lernen rein. Und was mir in diesem Bild besonders gut gefällt, ist eben, wie man dass der Junge sein Schicksal so ein bisschen selber in die Hand nimmt. Ja, und obwohl er dann wirklich unter den widrigsten Umständen möglich zur Schule geht, sich da hinsetzt, sich konzentriert und währenddessen auch seine Mitschüler im Hintergrund nicht ganz so den Willen haben, den er hat. Mhm. Und das Ganze verbunden mit dem Licht, Bildung, Enlightenment, ja, also ich sehe da sehr, sehr viel in dem Bild, was sich da widerspiegelt für mich, sehr viel Hoffnung, was Bildung bedeutet, Menschlichkeit, ja, eines meiner Lieblingsbilder dieser Reise. Und das ist vielleicht ein schöner Kontrast, oder? Ist es ein Kontrast? Ja, auf jeden Fall. Wo hast du die beiden Jungs getroffen? Die habe ich in Ghana getroffen und das war ganz witzig. Ich hab diese Angewohnheit beim Reisen, dass ich immer Ja sage teilweise. Und an diesem Morgen, das war ganz witzig, kam Lawmaker, heißt er, das ist in Busua aufgenommen in Ghana. Und Lawmaker ist so ein junger Artist, Musiker, der kam in die Ecke und meinte so, ey Carlos, hast du eine Kamera? Und ich so, ja, habe ich dabei. Und dann war er so, kann die filmen? Und ich so, ja, kann sie schon. Also können wir ein Musikvideo drehen? Und ich so, ja, okay. Und die Herausforderung war eigentlich, wir sind dann in irgendwelche kleinen Dörfer gegangen und haben probiert, dieses Video zu drehen mit meinen paar SD-Karten, die ich noch dabei hatte. Und die eigentliche Herausforderung in Ghana, ein Musikvideo zu drehen, ist, dass immer irgendwo in der Ecke hinten so ein Kind gafft und eine Ziege durchs Bild läuft. Und es war ein riesengroßes Desaster. Und das Bild ist danach entstanden. Das sind, ich glaube, der Kollege rechts, der macht die Beats und der links ist einer der Tänzer. Ist das Musikvideo zu sehen? Oder? Nein, das ist nicht entstanden. Nein. Ich hab gesagt, Jungs, hier sind die ganzen SD-Karten auf dem Stick, die ganzen Daten, schneide das irgendwie zusammen, aber waren dann die Hände auch gebunden, mehr konnte ich nicht machen für die Jungs, ja. Okay. Ab jetzt müsst ihr alleine. Ja, es war totales Chaos, aber es war ein sehr, sehr witziger Tag. Das ist, glaube ich, ein Fischer, oder? Genau, das ist auch in Senegal aufgenommen, das ist in Westafrika hauptsächlich Bilder bisher und... Das ist reingezoomt jetzt irgendwie, habt ihr das? Deswegen ist es eigentlich klarer, schärfer, das ist eigentlich mehr im Profil. Stimmt, das ist ein Hochkant eigentlich, aber ich fand es so gut, dass ich es trotzdem zeigen wollte. Ich war 2 Tage lang fischen mit dieser Herren auch und so einer ganzen Crew. Und das Besondere daran war, dass diese Crew quasi aus Frauen, Männern bestand, aus Alten und Jungen und auch aus Muslimen und Christen. Wow. Also es war ein ganz zusammengewürfelter Haufen. Ich glaube, der Jüngste war irgendwie 7, hat mitgezogen. Er ist, ich weiß nicht, wie alt er ist, eine 70, 80. Er weiß das bestimmt selber nicht, wie alt er ist. Und ja, Frauen, Männer und dem diese bunte Mischung, Christen, Muslime. Und aus der bunten Mischung ist ein schwarz-weißes Bild entstanden. Ja, sozusagen. Ich finde es ein sehr schönes schwarz-weiß Bild. Und ja, ist ja der Mann. Ich hab eine ganze Bilderserie davon, aber das ist eben ein Bild, was mir sehr, sehr gut gefällt. Und ich mag diese Ausstrahlung von dem Mann und... Was mir sehr gefallen hat, ich habe doch mal gefragt, so, wie läuft das ab, wie teilt ihr den Gewinn auf, also den Fang auf, und dann meinte er, dass das halt eben fair, quasi jeder kriegt seinen gleichen Anteil, so. Wir sind so Familie quasi, so hier irgendwie zusammen, und jeder kriegt den gleichen Teil. Egal welche Rolle. Ob der 8-jährige Junge oder eher Mann oder Frau, wirklich gelebter Kommunismus quasi, so ungefähr ein bisschen. Schön. Das war doch eigentlich einer deiner Hauptmotivationen oder Hauptaufhänger für den Trip. Die Wellen auch zu suchen, oder? Ja. Warst du erfolgreich? Also ich meine, da obviously, aber hast du irgendwie immer 3 Wochen gebraucht, um die nächste Welle zu sehen? Oder war das einfach auch ein cooler Surftrip neben allen anderen Abenteuern? Ja, also ich muss dazu sagen, ich hätte am Anfang gerne jemanden dabei gehabt auf dieser Reise. Ich dachte also finanziell, sehr viel Sprit und das Auto und so weiter, dann
B, auch aus Sicherheitsgründen. Ja, ich dachte, dass halt, wenn man auch von mir an der Grenze ist oder irgendwo rumfährt, dass das gut ist, wenn man in einem Auto bleibt und der andere geht was erledigen oder so. Ich hatte keine Ahnung, dass das dann doch so stressfrei eigentlich alles ablaufen kann da unten. Und dann natürlich jemanden, der Bilder macht. Ja. Die Surfer haben so diesen Tick, man braucht irgendwie Bilder von sich. Und das ist eines der ganz wenigen Bilder, die auf dieser Reise entstanden ist. Und das ist in Nigeria, in Lagos City. Und das ist wirklich eine der besten Wellen. Das ist einer der skurrilsten Orte auf dieser Welt, weil Lagos City an sich schon verrückt ist. Ja, die verrückteste Stadt der Welt vielleicht. 18 Millionen Menschen, Meadow, Lagos City irgendwie. Mit dem ganzen Wahnsinn, der dazu gehört. Viel Champagner. Leute sterben, werden nicht weggeräumt von der Straße, Mob Justice und Luxuskarossen, also prallt alles aufeinander. Und ja, genau dort im Hafen läuft diese kleine Welle. Sind da Surfer im Wasser? Oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es gibt dann eine kleine Crew, die surft. Gerade diese Woche ist es am Laufen. Ich habe die Tage auch ein bisschen mit Jungs geschrieben. Ich bin ganz eifersüchtig, so ich möchte runter. Und ja, der quasi Anführer der Gang ist John Micheletti, das ist ein weißer Nigerianer mit italienischen Wurzeln. Und dann God Power heißt er. Das ist einer der ersten so von den schwarzen Jungs, die da angefangen haben zu surfen, auch inzwischen wirklich gut geworden ist. Und jetzt kommt ein ganzer Haufen Jungs, kommt nach, die ganze Generation. Und ja, da wird wenn es läuft, wird gesurft. Und das direkt vor der Skyline, vor Lagos City, in diesem Hafenbecken, in diesem braunen Wasser. Also das ist wirklich ein sehr, sehr skurriler, also es ist die skurrilste Welle auf der Erde, hands down, würde ich sagen. Was dann, das ist absurd. Ja. Das ist der skurrilste Skatespot oder einer der, ja. Oder? Ja, ja, ja. Ich sag mal, was machen Deutsche Namibianer in der zweiten Generation, wenn sie sich nicht Hakenkreuze auf die Schulter tätowieren? Die bauen die geilsten Skateparks der Welt. Ja. Und ja, das ist Eike, einer meiner Jungs in Namibia, die Hafe bei seinem Vater gebaut. Und das ist geil, weil das sieht man leider an dem Format nicht super. Hinten ist ja Horizont nichts. Ne? Also das heißt, da sind jetzt nicht irgendwie Häuser drumherum, sondern das ist einfach in der Wüste. Nothingness. Ne? Ja. 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 Und da sind wir im Blau angekommen. Ich habe den gleichen Zirkel gemacht wie du. Genau, genau. Das wäre das letzte Bild von meiner Ausstellung auch. Das ist in Kapstadt. Und ja, The Hook ist der Spot. Sehen wir dich da unten oder weil du Foto alleine gereist bist? Das habe ich gemacht, das Foto. Das hast du wieder selber gemacht. Genau, ja. Genau. Danach bin ich ins Wasser quasi. Dann, ja. Du bist auf deiner Reise sehr, sehr vielen Menschen begegnet. Ja. Du hast bei einigen gewohnt, hast auch in Slums gewohnt, für 14 Tage, glaube ich. Also unzählige Begegnungen. Was war der schwierigste Abschied? Der schwierigste Abschied? Also was mir wirklich wehgetan hat ein bisschen, was mich noch sehr beschäftigt, muss ich sagen. Ich hatte in Mali im Nordosten, auch in einer Region, die momentan sehr instabil geworden ist, hatte ich einen Straßenjungen kennengelernt, Mohammed, 14 Jahre alt, in Burkina Faso geboren, der Elfenbeinküste aufgewachsen und er war jetzt irgendwie in Mali gestrandet, ohne Papiere, irgendwie mit seinen 14 Jahren, alleine. Konnte nicht schreiben, nicht lesen, sprach drei Sprachen, ne? so ein absurdes Schicksal. Und mit ihm hatte ich mich wahnsinnig gut angefreundet. Wir sind jeden Tag unterwegs gewesen, fast 2 Wochen lang, sind in die letzten Winkel der Sahel gewandert, in Dörfer, die komplett abgeschotten sind von der modernen Gesellschaft. Und wir haben super, super gut verstanden. Also selten, diese Beziehung, wie man die normalerweise mit so einem 14-Jährigen, sondern wirklich auf Augenhöhe, wir haben wahnsinnig gute, wie so Soulmates eigentlich waren. Wir haben uns wirklich gut verstanden. Ich habe seine Bedürfnisse sehr gut verstanden und ich habe natürlich auch mit meiner Art meine Bedürfnisse. Und dieser Junge hat das irgendwie geschnallt, so wie es mir auch geht. So, wir haben uns in die Augen geguckt, wir wussten genau, wie es uns irgendwie geht. Das war eine ganz besondere Bindung und wir hatten ein paar der schönsten Tage der Reise zusammen. Und an dem Morgen, wo ich los wollte, war vom Zelt ganz nervös, irgendwie meinte ich, muss gleich irgendwie los und sowas. Da habe ich noch einen Fußball da gelassen, habe noch ein Mali-Trikot, was mit so klein war, da gelassen irgendwie. Und dann kann ich halt auch nicht schreiben und lesen. Ich meine, so, hier ist meine E-Mail-Adresse. Irgendwann findest du heraus, was eine E-Mail-Adresse ist und lerne schreiben und lesen, dann schreibst du mir so. Und ein paar Tage später hatte ich sogar eine E-Mail von irgendeinem Typen, den er gefunden hat, um mir eine E-Mail zu schreiben. Ich habe ein paar Mal hinhergeschrieben und seitdem habe ich niemals von den Leuten gehört. Und was ich jetzt in letzter Zeit gehört habe aus dieser Region, sind wirklich quasi Hilferufe, dass Leute sagen, ey Carlo, kannst du uns irgendwie helfen, wir haben Hunger, wir haben zwischen Rebellen bei uns in dieser Region, die sehr, wirklich eine der schönsten Ecken dort ist, eine der ruhigsten, wirklich, wirklich nette Menschen, das Pays d'Ogon. Und ja, das ist,
wie es dem kleinen Jungen jetzt geht zum Beispiel, ne, dass man für ihn auch so wenig machen kann, so, das war ein schwieriger Abschied an dem Morgen. So. Den habe ich am liebsten mitgenommen oder irgendwie mit ihm zusammen weitergemacht. Irgendwie. Aber ohne Papiere irgendwie geht das auch halt nicht. Ja. Aber das war schwierig, wenn du so fragst, das war ein schwieriger Abschied. Du hast ja auch noch andere heftige Momente erlebt und wir wollen jetzt auch nicht so eine Szenerie nach der anderen skizzieren, sondern was mich so interessiert, ich selbst bin jemand, der extrem Angst hat vor Afrika. Einfach, ich denke, es sind viele Vorurteile, auch viel Nichtwissen. Ich weiß eigentlich auch wenig über Afrika. Wie hast du die, in meinen 25 Länder, du bist eine ganze Ecke rumgekommen, hast ein paar Grenzen überquert, also hast alleine übernachtet im Auto, in den Slums. Wie hast du die Gefahr erlebt? Ist sie real? Also klar ist sie real, weil es passieren Dinge, aber ist sie für dich auch real gewesen? Warst du in Gefahr? Nee, also nicht wirklich. Also ich sag das immer noch mal so mit Nachdruck. Also ich war 16 Monate lang war ich davon in Afrika wirklich auch gewesen. Und in den 16 Monaten, und man muss sich auch überlegen, ich war immer im Auto, ich war immer alleine, man konnte ins Auto reingucken, ich war sehr verwundbar auch die ganze Zeit. Ich war immer komplett exponiert zu sämtlichen Gefahren. Also wären welche da gewesen. Konntest du gut schlafen oder so? Nee, das war eigentlich kein Problem. Also ich habe mir immer einen Ort gesucht, wo ich dachte, der ist sicher, das kann irgendwo im Dschungel sein, bei einer Familie im Hof, in irgendeiner Tankstelle, an der Grenze, beim Militär, irgendwo an der Seitenstraße. Ne? Und dann, wenn ich mich da wohlgefühlt habe, dann lege ich mich da schlafen und wenn meine Bauchgefühl mir das sagt, dass es nicht gut ist, wenn ich auch irgendwo in Frankfurt in der Ecke penne, denke mir so, ach, hier ist irgendwie nicht so geil, dann fahre ich woanders hin halt. Und in 16 Monaten wurde ich nicht einmal dumm angemacht, also auf so eine aggressive Art und Weise nicht einmal. Ich wurde nicht einmal beklaut, es hat nicht einer probiert, es wurde nicht einmal befallen, es hat nicht einer meine Waffe von mir gezogen, gar nichts. Ja. Und diese Bilanz wurde dann in 2 Wochen Deutschland, meine Heimatstadt, die Darmstadt, innerhalb von 3 Tagen zerstört. Ja. Fahrt nicht nach Darmstadt, Leute. Ich glaube, mein Kollege, mit dem ich dann im einen Abend sogar dann in Probleme geraten bin in Darmstadt, der ist sogar hier. Also, ne, und das, ich hatte im Endeffekt, wenn ich jetzt sagen müsste, was war der friedlichste Abschnitt in deinem Leben, wo du am wenigsten bedroht wurdest, wo dir am wenigsten Scheiße passiert ist, in die zwischenmenschlich, zum Beispiel, dass sich Menschen irgendwie angegangen, beleidigt haben oder dich belästigt haben oder sowas, muss ich sagen, das wären jetzt diese 16 Monate gewesen. Liegt es nicht auch an, also oder inwiefern liegt es an dir? Oder kann man von dir lernen, wie man sich verhält? Ist es irgendwie? Weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Okay. Kannst du ein bisschen reinspielen, ja. Ja, genau. Das ist doch so ein schöner. So. Nein, das kann ich nicht sagen. Vielleicht, das ist. Du hast diesen Instinkt. Nein, ja, vielleicht habe ich ein bisschen besseren Instinkt, ein bisschen bessere Intuition als andere, aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass es einfach Menschsein zu sein, wie du bist, sei ja auch nicht naiv und dumm. Ich meine, man weiß ja, was ein Bauchgefühl ist. Man muss auf das Bauchgefühl hören und dann funktioniert das hier meistens und da unten fast immer. Was können wir von... Ja. Ja, ja, danke, danke. Gibt es, also es gibt sicherlich viele Sachen, aber fällt dir was ein, was man von Afrika lernen kann? Also ja, ich habe zufällig vorhin hab ich gefragt, was ist deine dritte Frage? Und er meinte, was kann man von Afrika lernen? Ich so, oh. War jetzt nicht die dritte, ne? Was ein Brocken. Aber im Endeffekt viel, ne? Aber dann muss man auch sagen, was ist Afrika halt? Ne? Afrika ist ein Riesenkontinent und das ist ja einer, das so pauschal zu sagen, was kann man in Afrika lernen? Kann ich jetzt in Ägypten das Gleiche lernen wie im Südsudan das Gleiche wie in Südafrika? Ja. Ne? So, das ist ja schon mal, also man kann erstmal von Afrika lernen, dass es nicht das Afrika ist, sondern super divers ist. Es hat super viele Ecken mit super unterschiedlichen Kulturen, Eigenarten, Schönheiten, Unarten und was auch immer dazugehört. Das heißt, es ist super divers, hat super viele Facetten, viel mehr Facetten als Europa zum Beispiel, ein super homogener Raum. Und in Westafrika zum Beispiel der Umgang in größten Teilen zwischen Muslimen und Christen. Wenn man nicht an Senegal denke, an Burkina Faso, an Ghana. Ich habe eine Freundin in Ghana, die haben eine Schule, die haben eine Kirche und in der Kirche beten Muslime und Christen zusammen. Ja, und als Kinder bringen sie sich gegenseitig die Gebete bei zum Beispiel. Und das ist ein super schöner Umgang, wie man zum Beispiel auch zwischen Muslimen und Christen, Juden und eben unter Religion umgehen kann. Und da gibt es wirklich die schönsten Beispiele, die ich kenne, gibt es in Westafrika. Dann immer wieder Menschen, die wirklich unglaubliche Sachen auf die Beine stellen unter relativ schlechten Bedingungen eigentlich. Ja, also die größten Visionäre, die aufstrebendsten Menschen, die verrücktesten Ideen, die durchgeknalltesten Start-up-Unternehmen habe ich alle da unten kennengelernt.
Super viele Leute mit sehr, sehr viel Potenzial und Willen und Kreativität, mehr als hier. Und für mich persönlich muss ich sagen, was mir viel passiert ist, dass Menschen mich super offen empfangen haben. Also ich habe so viel Liebe, wie ich da unten bekommen habe, ich noch nie in meinem Leben bekommen. Und an jeder Ecke, ja, ist wirklich so. Und ich konnte immer, egal wo ich war, konnte ich einfach hinfahren und sagen, ey, wie sieht's aus, kann ich bei euch vom Haus pennen? Klar, komm rein. So. Und super offen. Ich war jetzt zum Beispiel gerade in Schweden gewesen, ich bin gerade so ein bisschen am Rumfahren durch die Skandinavien. Hat's gestern, heute Morgen geschneit. Ey. Und also kalt, aber auch nicht nur vom Wetter her kalt, sondern auch nicht, dass die Skandinavier jetzt kalt sind oder wir Deutschen oder so, aber ich war dann in so einem Viertel über diesen Mauern, ich parkte da und ich hatte einfach mit den anderthalb Tagen, wo ich da parkte, hat mit keiner gesprochen halt, ja. Und ich will so gerne die Menschen kennenlernen. Ich würde eigentlich gerne jetzt, nicht, dass ich mich bei ihm durchschnurren möchte, aber ich will, dass der Typ mich auf einen Kaffee in seine Villa einlädt und erzählt, warum er eine Villa hat oder sowas, ja. Und einfach, um ihn kennenzulernen auch. Und das ist nicht passiert, zum Beispiel. Und das wird dir wahrscheinlich nicht passieren. Das kann nicht sein, dass du in einem Dorf Halt machst und du nicht sich Leute auf dich zukommen und fragen, ey, was ist los, fehlt dir was, brauchst du was, komm rein. Ja? Und diese Offenheit, diese Gastfreundschaft, ich glaube, daran könnten wir und viele sich eine Scheibe abschneiden. Jetzt heißt ja. Deine Tour heißt, oder deine Reisebericht-Tour, die heißt Chase Your Dreams. Ja. Und was ich daran interessant fand, war, du hast ja deinen Traum, also diesen Traum schon realisiert, mhm, und erzählst, was du bei der Suche deines Traums erlebt hast. Und das ist ja jetzt abgehakt. Also was heißt abgehakt? Hört sich so Bucketlist-mäßig an, aber das hast du erfüllt. Was ist? Ich habe letztlich irgendwo auf Facebook irgendwas geschrieben, habe ich abgehakt geschrieben. Da habe ich gleich einen Kommentar dafür bekommen. Und wegen warum? Abgehakt, das wird sich so abgeschlossen, so negativ anhören. Genau für dieses Abgehakt wurde ich gleich angefahren von der Seite. Okay, muss man aufpassen. Unabsichtlich, also, ich sage das nie wieder. Sag nie wieder abgehakt. Gar nicht so gemeint, aber ich fahre wieder zurück jetzt. Im Juni bin ich wieder in Angola. Ich fliege nach Angola, ich habe mir gerade den Flieger gebucht und es geht zurück. Das heißt, du hast deinen einen Traum verwirklicht. Was ist der nächste? Oder gibt es einen großen neuen Traum? Was kommt jetzt bei dir? Ich habe viele Sachen hier in meinem Kopf rumschwirren momentan, muss ich sagen. Also ich bin auf jeden Fall zurückgekommen mit vielen Ideen und was mir beim Reisen, das ist mir schon, ich bin schon davor viele Jahre um die Welt gedriftet. Ich bin einfach nur wie so ein kleiner Vagabund jahrelang um die Erde irgendwie geeiert. Zwischendurch und ich war schon mal an dem Punkt, wo Reisen auf einmal so zum Burnout geführt hat. Ich konnte nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr auf Reisen gehabt. Und irgendwann an dieser Reise war das auch so ein bisschen so, und einer meiner Hauptgründe, warum ich auf die Reise auch gegangen bin, war, um zu entschleunigen. Ja. Und mich wieder so zu fühlen wie der kleine Junge mit 12 Jahren, mit dem Skateboard unterm Arm, durchs Viertel. Und wo die Tage noch so endlos sind, ja, wo man auf Weihnachten wartet, weißt du, und die Tage zählt. Oder nächste Surftrip mit den Eltern, man zählt die Tage monatelang. Und heute ist immer so schon wieder Sommer, schon wieder Weihnachten, schon wieder Silvester. Und dem wollte ich entfliehen, ich wollte wirklich entschleunigen, wie ich mich wieder fühle wie mit 12. Mit einem Skateboard unterm Arm, die Tage endlos. Und das gelang mir für eine relativ lange Zeit, bis mich die Routine des Reisens quasi einholte. Und deswegen möchte ich jetzt erstmal eine Zeit lang nicht reisen, sondern mich eher um wirklich so ein paar Projekte ernsthafter kümmern. Und deswegen geht es jetzt für mich erst nach Angola zurück. Ich habe ein paar gute Ideen. Es gibt viele Menschen, die daran interessiert sind. Wir kommunizieren viel, wir bauen ein Netzwerk drumherum momentan auf. Es ist noch nicht ganz spruchreif, ich möchte jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen oder so. Aber ja, da gibt es auf jeden Fall ein paar Träume, die da gerade so am Aufköcheln, Brodeln sind. Wenn du mit deinen Träumen jemand hier infiziert hast oder jemand denkt, das hört sich spannend an, dann möchte ich mich gerne mit engagieren oder möchte mehr darüber wissen, ja. Wie erreicht man dich? Also ich meine, ich habe deine E-Mail und deine Telefonnummer. Am besten, man geht auf eure Inspired by Facebook-Seite, like die. Und dann müsste man, glaube ich, irgendwo bei den letzten Posts müsste irgendwo ich mit drin verlinkt sein. Dann kann man auf meine Seite gehen, dann kann man mir einfach eine Nachricht schreiben. Auch ohne sie zu liken. Aber Inspired by sollte man liken. Ach, du bist so süß. Okay. Also das wäre der einfachste Weg. Okay. Glaube ich, ja. Carlo, bleibst du einfach bei mir, während ich den Abend schließe? Das geht ganz schnell. Ich möchte noch eine Sache sagen. Ja. Ich möchte eine Sache sagen. Ich glaube, das ist vielleicht jetzt auch ein ganz gutes Vorende quasi. Ja. Und zwar, ich war viel reisen, ich habe viel gemacht in meinem Leben und
vielleicht habe ich auch immer so ein Defizit gehabt an Menschen, die an mich glauben auch in meinem Leben, aber es ist auch ähnlich wie das Hamza vorhin gesagt, mich eher motiviert auch. Also es treibt mich dann fast an, dass ich den Leuten das beweisen möchte auch. Aber in dem Falle war es wirklich so, dass die Leute super negativ waren, was diese Reise anging. Aber nicht auch nur wegen mir, sondern wegen den Menschen vor Ort. Und eines der großen Fazite von dieser Reise für mich ist, dass durch Afrika reisen super schwierig ist. Die Straßen sind schlecht, die Grenzen, es gibt viele Grenzen, viele Länder, es gibt viele Komplikationen. Also Reisen durch Afrika ist sehr schwierig bis fast unmöglich sozusagen. Aber es liegt nicht an den Menschen, sondern die Menschen machen es dir möglich. Die Menschen graben dein Auto aus, die schieben es an, die geben dir Essen, die laden dich ein, die besorgen dir Visas, die machen alles Mögliche für dich, damit du durch diesen wundervollen Kontinent reisen kannst. Und diese Negativität gegenüber diesem Ort auf der Erde ist einfach überhaupt nicht angebracht. Und auch aufgrund dieser Negativität, die ich erfahren habe, wäre ich fast nicht auf diese Reise gegangen, was für mich persönlich bisher die schönste Erfahrung in meinem Leben war und ist, die bereicherndste. Und wären nicht ein paar Leute da gewesen, die gesagt hätten, eine Freundin meinte irgendwann mal so, hey Carlo, das Auto hatte man nicht so, irgendwann wirst du auf diesem Auto vom Dach aus den Sonnenuntergang in Afrika sehen, das wird so ein geiler Moment sein. Ja, aber ich habe von diesen Kommentaren ganz, ganz wenige bekommen. Aber dank diesen zwei, drei Personen, die wirklich gesagt haben, ey, das wird geil, das ist voll das geile Ding, hau ab, mach es. Und dank diesen Menschen habe ich es gemacht. Oder am Ende haben genau die Menschen mich dazu bewegt, es zu tun. Und das heißt aber auch, dass 99% der Menschen, die gerade hier sind, wahrscheinlich bei denen dabei wären, die mich nicht dazu motiviert hätten. Ja, die nicht gesagt hätten, fahr los, hab das schönste Erlebnis, leb den Traum, sondern eben gesagt hätten, mach's lieber nicht. Und meine Aufforderung an euch ist quasi, seid die zwei, drei Freunde, seid die 1%, die Leute dazu motivieren, den Weg zu gehen. Und wenn sie dabei stürzen, ihnen wieder helfen, aufzustehen. Und das ist ein schönes Wort.